Sport-TV von der Spiel 2011 in Essen. Neben mir steht Mario Truhan und es gibt ein paar interessante Neuigkeiten von Ulysses. Hallo. Hallo. Was haben wir denn hier vor uns liegen? Also unser größtes Stück für dieses Jahr ist sicherlich die Battletech Einsteigerbox. Randvoll. Wiegt so viel wie ein Backstein halt. Floorplans, Max, drei Bücher drin, alles in Farbe. Damit steigen wir dann auch bei Battletech in die Spiellinie ein. Die ersten zwei Romane sind ja schon draußen halt. Es wird jetzt nicht im monatlichen Takt, aber so alle zwei Monate ein neuer Battletech-Roman erscheinen. Im Battletech-Spielbereich arbeiten wir an Total Warfare und an den Mech-Plänen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, ich denke so Frühjahr, bis da die ersten Bücher zu kommen. Wird es dann noch wieder deutsche Eigenproduktionen geben oder wird nur übersetzt? Witzigerweise hat sich bei mir bereits jemand gemeldet, der eigene Pläne früher gemacht hat, die dann wirklich auch offiziell wurden halt. Und da kümmere ich mich auch darum, dass wir in die Richtung was machen. Aber erst natürlich Übersetzung. Wie sieht es mit der Verfügbarkeit der Mech-Miniaturen aus? Wunderbar, wir verkaufen Mechs gut, immer, durchgehend schon. Der gute Verkauf dieser Figuren ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, dann lasst uns das Spiel auch wieder machen. Okay, was versprecht ihr euch jetzt noch von Battletech? Erfolg, Spaß, ist ein tolles Spiel, 25 Jahre. Wie wird das jetzt geregelt mit den unterschiedlichen Zeitlinien von Battletech? Die umfasst jetzt ja die 3025er-Ebene und die Clankriege. Was ist mit Dark Age? Lass uns mal mit einer Sache anfangen, bevor... MechWarrior Dark Age wird es auf jeden Fall eine Romanlinie geben. Wir wechseln ab und da gibt es einige Romane, das sind Übersetzungen halt. Während in den Nachfolgekriegen wir originäre deutsche Romane haben, die von Bernard Craw geschrieben werden. Gut, ich freue mich auf jeden Fall tierisch, dass Battletech wieder da ist. Aber kommen wir mal zum nächsten Feld. DSA, das hat ja auch noch ein paar Fans in Deutschland. Was ist denn da jetzt neu gekommen? Wir haben drei Produkte. Fangen wir an mit unserem Stolz für dieses Jahr. Das ist der Aventurische Atlas. Das ist aufgebaut wie ein Auto. Nein, ich meine wie ein Kutscheratlas. Man kann sich durch die ganzen Regionen durchblättern. Großer Maßstab. Und hinten gibt es dann noch politische Karten zu den Hauptgebieten halt, mit den Baronien. Den Atlas gibt es in der Normalausgabe und in einer wunderschönen, total kuscheligen Samtel-Kunstlederausgabe. Also drüber streicheln ist einfach ein Genuss. Zwei weitere Produkte, eine Abenteueranthologie, Maskenspiele, wieder mit einem wunderschönen Cover von Markus Koch und seit langem mal wieder ein Solo-Abenteuer. Das ist die Fortsetzung von der Schwarzen Eiche. Mit 104 Seiten. Und was können wir in nächster Zeit noch für DSA erwarten? Wir werden öfter Einsteigerabenteuer machen, also die sogenannte rote Linie, weil die sehr, sehr gut angenommen werden. Passend zu Weihnachten wird es geben von Toten und Untoten den Band über Untote im schwarzen Auge. Es gab ja damals zu Drakensang auch noch extra Abenteuer passend zum Videospiel. Ist für Daimonikon Ähnliches geplant? Bis jetzt noch nicht, nein. Okay, gut. Ich glaube, den Rest können die Kollegen mit der Eule machen. Kommen wir mal zu Pathfinder. Da ist ja jetzt auch wieder was Neues erschienen mit dem Abenteuerpfad. Wie läuft das weiter mit denen? Wir werden also bei den ersten beiden Abenteuerpfaden halt Schlangenschädel und Kadaverkrone folgen wir den Amerikanern. Natürlich mit der üblichen Zeitversetzung übersetzen und zu machen halt. Das werden wir abschließen. Beim nächsten Pfad werden wir einen alten aktivieren und nicht den Amerikaner, also in ihrer Linie folgen, sondern wir werden die Königsmacher veröffentlichen. Das ist sehr viel, sehr beliebt und wurde oft nachgefragt. Und die Romane kommen auch? Romane ab Frühjahr. Wir fangen an mit Prinz der Wölfe. Es wird jeden Monat ein Abenteuerpfad geben. Dazwischen dann öfter mal ein dickes Buch, das heißt Monster Handbuch 2 ist jetzt in Arbeit, wird hoffentlich vor Weihnachten noch erscheinen. Und sonst zwischendurch immer kleine Almanache, Module dazwischen gestreut. Also man kann schon damit rechnen, dass wir zwei Pathfinder-Produkte pro Monat machen. Pathfinder klingt ja, als wäre es sehr beliebt. Wie sieht es mit deutschen Publikationen aus? Gibt die Lizenz das her? Da möchte ich mich jetzt erstmal noch nicht dran wagen, weil mit deutschen Publikationen, die wir selbst machen, habe ich mit dem schwarzen Auge genug zu tun.
es ist schon angenehmer, Übersetzungen zu machen. Und wir kommen ja gar nicht hinterher, was Paizo produziert. Ja, also da Schritt zu halten, ist unmöglich. Was ist denn, wenn jemand mit fertigem Material schon auf euch zutreten würde? Das würde ich mir angucken, da könnten wir gerne drüber reden. Aber fertig heißt nicht immer unbedingt fertig, sodass ich es wirklich veröffentlichen kann. Okay, aber fertig geworden ist jetzt auch von Space Gothic, das Arsenal. Oder wie heißt das? Extreme Overkill, das ist die Waffensammlung. Ja, das hat jetzt, war sehr lange in Arbeit und ist endlich jetzt fertig geworden, ja. Das ist halt eine kleinere Linie noch. Aber die wollt ihr weiterhin unterstützen? Das werden wir sehen. Okay, was steht denn noch in nächster Zeit an? Habt ihr neue Pläne einzukaufen? Wollt ihr noch ein bisschen mehr wachsen? Wir werden uns im Rollenspielbereich auf das Schwarze Auge und Pathfinder konzentrieren. Alles andere wird ein ab und zu vielleicht mal. Ja, weil im Schnitt kann man sagen, machen wir 2 das Schwarze Auge Produkte pro Monat und 2 Pathfinder Produkte pro Monat. Dann nochmal ab und zu was anderes, ein Tabletop und 3 Romane. Das reicht. Wie läuft denn der Tabletop nebenbei? Ich habe jetzt gesehen, die Kollegen von Magapotato sind auch bei euch am Stand. Soll der Tabletop-Bereich weiter ausgebaut werden? Wir versuchen, das ist noch nicht sicher, nächstes Jahr ein neues Tabletop für das Schwarze Auge zu lancieren. Wird in Richtung ein szenariobasiertes Skirmish-Game mit sehr wenigen Figuren. Aber genaueres kommt noch. Okay, dann sind wir schon mal sehr gespannt und wir danken für das Interview. Tschüss. Ich danke auch. Tschüss.